Es ist einer ihrer letzten umjubelten öffentlichen Auftritte. Die legendäre Tina Turner im November 2019 in New York bei der Premiere des Musicals Tina. Schon damals muss sie von der Hauptdarstellerin gestützt werden, als sie unter lautem Jubel der Zuschauer, nachdem der Vorhang fällt, auf die Bühne kommt. Ihr Lächeln verzaubert sofort alle im Saal. Ihr Kleid glitzert wie ein Sternenhimmel. Für viele Künstler ist sie schon zu diesem Zeitpunkt ein ganz großer Stern und ein Vorbild. Was auch die Reaktion der Cast auf der Bühne zeigt. Sichtlich bewegt, applaudiert und jubelt sie. Schon beim Betreten des Theaters vor der Show strahlt die damals fast 80-jährige Ikone und freut sich, dass ihr Lebenswerk auch als Musical gut angenommen wird. Doch sie wirkt bereits gebrechlich. Auf den Bildern sieht man, wie ihr Ehemann Erwin Bach und auch Talkshow-Ikone Oprah Winfrey sie stützen müssen. Zu diesem Zeitpunkt liegt Turners offizieller Abschied von der Musikbühne bereits 10 Jahre zurück. Am 5. Mai 2009 gibt sie ihr letztes Konzert in Großbritannien vor ausverkauftem Haus. Nun stirbt die Musikikone nach langer Krankheit im Alter von 83 Jahren in ihrem Haus in Küsnacht in der Schweiz. Doch ihre Musik wird für immer leben.